Im Jahre 2086 reisten zwei friedliche Bewohner fremder Planeten auf die Erde. Sie brauchten unsere Hilfe. Als Gegenleistung gaben sie uns die Pläne zu unserem ersten Hyperantrieb, der es der Menschheit ermöglichte, das Tor zu den Sternen aufzustoßen. Wir haben ein Team einzigartiger Individuen zusammengestellt, das die Erde und unsere Verbündeten schützen soll. Mutige Pioniere, den höchsten Idealen und der Gerechtigkeit verpflichtet, widmen sich der Aufgabe, Recht und Ordnung jenseits der neuen Grenzen zu bewahren. Das sind die Abenteuer der Galaxy Rangers. Ströme. Wo kommen die denn her? Oh nein, meine ganzen Daten! Captain Fox, hier spricht Q-Ball. Ihr müsst sofort kommen. Alarmstufe 1. Unsere ganzen Daten sind weg. Alle Informationen aus dem Hauptcomputer. Weg? Einfach weg. Gestohlen. Ich weiß nicht wie, aber alle Informationen sind weg, inklusive der Geheimnisse über eure 4 Implantate. Ein Meisterstück. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Disketten aus dem Hauptcomputer. Ich wusste, dass die Kombination meiner Wissenschaft mit deiner Zauberkraft uns zu einem Sieg verhelfen würde, Mogu. Und jetzt werden alle ihre kostbaren Geheimnisse auf unsere speziellen Laserplatten übertragen. Und ihnen bleibt nichts mehr, überhaupt nichts mehr. Wir werden die Meister sein. Du bist wirklich ein Genie, Slade. Das Geheimnis von Q-Balls 5 Implantaten, das den Galaxy Rangers Superkräfte verleiht, gehört uns. Wir haben alle Daten. Erst musst du mit deiner Zauberkraft die Daten in Gedankenwellen verwandeln und dann musst du sie bloß noch in diese Marke platzieren. Bald werde ich diese Marke tragen und sie wird mir Superkräfte verleihen. Und das bedeutet den Untergang für ihren ganzen Planeten. Wenn wir beide das geschafft haben, werde ich König Slade der Erste. Und du, mein teuflischer Freund, wirst eine Belohnung bekommen. Denn du bekommst den Titel Mogul der Große. Königlicher Hofzauberer des Universums. Gib mir mit deiner Zauberkraft die Marke der Macht. Rein physisch fehlt den Computern überhaupt nichts. Dann müssten sie doch funktionieren. Müssten sie, aber es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, Q-Ball, die selbst wir nicht verstehen. Doc, komm hier nur nicht mit sowas. Es muss für das Phänomen eine Erklärung geben. Aber die Informationen sind wie durch Magie verschwunden. Abracadabra. Ranger Hartford, haben Sie übrigens schon bemerkt, dass wir im 21. Jahrhundert leben? Also benehmen Sie sich bitte nicht wie ein Voodoo-Medizinmann. Wie ein Voodoo? Wie ein Voodoo. Hey, Q-Ball, pass auf, was du sagst. Hast du nicht selbst gesagt, die Dateninformationen waren auf einmal einfach weg? Ja, ganz einfach weg. Alles, was wir brauchen, Freunde, ist eine Lösung. Aber wenn ihr euch nicht einigt, kommen wir nie weiter. Für mich ist es Magie. Wissenschaft. Magie. Wissenschaft. Commander, es ist absolut unmöglich, die Implantate aufzuladen, wenn die Computer überhaupt nicht mehr richtig funktionieren. Mann, das weiß ich selber, Zach. Ich bin davon überzeugt. Außerdem... Hey, warte, Doc! Ich glaube, ich habe das Rätsels Lösung. Und wie lautet die Lösung? Ich höre. Ich habe doch gerade diesen neuen Astrosystemtest an den Spektralbildern ausprobiert. Auf den Bildern sieht man deutlich eine Dunstspur, die nach Tortuna führt. Außerdem gibt es Anhaltspunkte für Zauberei und Magie. Ich habe recht gehabt. Ja, Magie kombiniert mit Wissenschaft. Jetzt wissen wir doch wenigstens, wer die Diebe waren. Mogul, der Zauberer im Weltraum. Und dieser Lazarus Slade, der gesetzlose Wissenschaftler. Ein gefährliches Team. Wenn Slade und Mogul tatsächlich unsere Dateninformationen haben, werden sie unsere Geheimnisse kennen und sie bestimmt gegen uns verwenden. Galaxy Rangers, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Folgt dieser Dunstspur nach Tortuna. Mhm. Majestät, ich muss euch mitteilen, dass ich bald der mächtigste Mann der Galaxis sein werde. Ihr müsst mir die Ehre erweisen, mich zu heiraten, Majestät, denn nur ich, Slade, werde die Fähigkeit haben, gemeinsam mit euch Tortuna zu regieren. Ich habe bis jetzt nichts von deinen Fähigkeiten bemerkt, mein Freund.
Freund. Oder hast du mir was Besonderes zu bieten? Ich habe alle Informationen der Beta-Computer. Das Geheimnis der 5 Implantate wird bloß noch mir Superkräfte verleihen. Und sobald meine Marke der Macht fertig sein wird, wird es nur noch für mich die Superkraft der Galaxy Rangers geben. Und die Galaxy Rangers? Mein Plan wird hundertprozentig funktionieren. Sollte dein Plan tatsächlich funktionieren, wirst du mein König sein. Ihr macht mich sehr glücklich, meine Königin. Bei meiner Zauberkraft ruf ich die Geister der Nacht. Hexenfett Lebertran bringt die Wellen auf die Bahn. Hurtig, hurtig, fliegt herbei. Durchdringt mit Macht das Zauberei. Dein Hokuspokus und meine Wissenschaft sind eine unschlagbare Kombination. Aber bedenke, dass die Elemente des Zufalls uns immer noch einen Streich spielen können. Unsinn, Mogul. Sobald ich die Marke der Macht trage, werde ich der unumstrittene Herrscher des Universums sein. Yeah. Der Königin bleibt gar keine andere Wahl, als mich zum König zu krönen. Dieser Wahnsinnige, er wird sich noch wundern. Ich muss in ihren Besitz gelangen. Holt sie mir! Das größte Werk der Zauberkunst ist mir gelungen. Und mir, mein Freund. Was? Los, schnell, gib sie mir! Jetzt ist mir alles klar, denn ich kann eure Gedanken lesen, Majestät. Mama, Majestät, ich hab die Wissenschaftler eben noch gewarnt. Mach schon! Bringt mir die Marke! Ein Galaxy Ranger lässt sich nicht fangen! Du bist ein Versager, Mogul! Ich verlange eine Erklärung von dir, Mogul! Die Superkraft dieser Implantate hat ihn völlig verwandelt, Majestät. Außerdem weiß er nicht, wie man mit so viel Kraft umgeht. Ich glaube, unser Freund fühlt sich mittlerweile wie ein Galaxy Ranger. Ja, aber das geht vorüber. Sobald man ihm die Marke abnimmt, wird er wieder normal. Du wirst ihn finden und ihn mir bringen. Jawohl, Majestät. Außenposten der Krone. Vermutlich befindet sich Slates Labor da drin. Und wir müssen es nur noch genau eruieren. Kein Problem. Mein kleiner Freund hier wird das ganz schnell haben. Vorwärts, Galaxy Rangers! Los! Vorsicht! Was meint ihr? Wollen wir dem Roboter einen Streich spielen? Wäre es nicht besser, wir würden etwas sparsamer mit unseren Kräften umgehen? Wenn wir es nur mit einem Implantat machen, sparen wir ein bisschen Kraftguss. Okay. Konzentriert euch. Hallo. Hier spricht die Königin. Bring mir bitte sofort eine große Portion Eis. So befehl mein König, meine Königin. Mit viel Schlagsahne. Bring mir auch eins mit. Na kommt. Wenn's nicht funktioniert, wirst du entlassen. Oh, Gebieter im tiefen Schlund, ich bitte dich bloß um einen Hund! Oh, ist der süß! Mogul, dein süßes Wündchen riecht mir den Trott. Oh, du bist ein ganz besonders hübsches Baby. Mogul? Ja, also mein Zauberhund wird jeden aufspüren, dessen Gedanken nicht mit den euren übereinstimmen. Fantastisch. Jetzt aber auch mit ihm... Los, Doc, du bist unser Türenspezialist. Ja, aber nur mit meiner Werkzeugtasche. Hey, worauf wartest du? Zache, ich hab das komische Gefühl, da will jemand was von uns. Schön, brav, Hundchen. Was will er von uns? Setz ihn vorsichtshalber lieber außer Gefecht, Fuß. Tut mir leid, aber ich muss dich betäuben, Dickerchen. Gut gemacht, Captain. Hey, das ist aber kein gutes Leben. Unter anderen Umständen wären wir beide bestimmt Freunde geworden. Sei nicht albern. Wow, und ob... Ich werde sie übernehmen. Ich hab's geschafft, Männer. Kommt schnell her. Lauf, ich mach's allein. Vorsicht, ihr beiden. Ich reiß euch sonst die Beißerchen raus.
Wird allmählich Zeit, dass ihr verschwindet, ihr Kläffer! Worauf warten wir? Lassen wir die Party steigen. Was mache ich bloß? Sahne ist ausverkauft. Eis ohne Sahne oder gar kein Eis. Vermutlich wird Slates Labor irgendwo hier unten sein. Die Köter haben mich viel Energie geschossen. Psst. Wenn wir Glück haben, ist kein Posten aufgestellt. Hey, sieh mal, Doc. Die Königin. Wer ist da? Die Königin. Los, schnappt sie! Jetzt haben sie uns! Los, schießt! Ich werde sie wiederbeleben. Und außerdem vervielfältigen. Bist du so laut brummen? Ich hab nicht gebrummt. Dafür würden sie mich zum königlichen Hofzauberer befördern. Darüber kann man doch gemütlich reden. Werft sie in den Kerker. Nein, ich brauche noch Sklaventreiber in meiner Psychogruft. Das wäre doch für sie eine hübsche Aufgabe. Ja, aber wenn sie hier oben bei uns bleiben, können wir mit ihrer Hilfe Slate einfangen, Majestät. Du hast recht, ein guter Vorschlag. Was für ein hübscher Anblick. Es ist ganz einfach, Majestät. Wenn Slade seine neu erworbenen Superkräfte vervollständigen will, muss er hierher kommen und die echten Marken anzapfen. Und wenn er kommt, läuft er in sein Verderben. Und dann gehört die Marke nur mir. Genießt die Stunden in dieser karger Luft, denn in meiner Psychogruft habt ihr nichts mehr zu lachen. Lazarus Slate als Galaxy Ranger? Der Witz des Jahrhunderts. Ich finde viel witziger, dass ich meine gutgehende Computerpsychiatriepraxis aufgegeben habe. Hör auf rumzujammern. Ist ja gut. Das ist ein großer Sieg für mich. Endlich sind die Galaxy Rangers in meiner Hand. Mogul, du wirst zur Feier des Tages eine Riesenportion Eiscreme für mich zaubern. Später, meine liebe Slate kann jeden Moment kommen. Was habe ich doch für einen klugen Ratgeber? Ja. Oh, bring mich nach Haus. Ich will endlich hier raus. Hör auf, du verstehst was von Computern, aber nicht vom Singen. Ich höre was, seid mal still. Hey, was ist denn mit dem Boden? Slate! Slate! Ranger Slate zu euren Diensten. Freunde, ihr werdet mir jetzt helfen. Wir Ranger müssen immer zusammenhalten. Meinst du etwa wirklich, das Kostüm macht dich zu einem Galaxy Ranger? Du glaubst mir nicht. Willst du einen Beweis von mir, Doc? Yeah. Und in Kürze werde ich sogar die Kraft von euch allen zusammen haben. Dank eurer Hilfe, Freunde, werde ich bald die Macht haben, das gesamte Universum zu regieren. Und bitte, wie soll das klappen? Ganz simpel, teure Freunde. Ich werde eure Implantate abzapfen. Eure gesamten Kräfte werden von mir völlig absorbiert. Danach gibt es nur noch einen mit dieser Kraft. Und du wirst mir dabei helfen, Doc. Du wirst die Kraft überleiten. Keine Chance, Großmaul. Oh doch, du wirst mir helfen. Und weißt du auch, warum? Tu es nicht, Doc. Was ist mit der Königin? Darum habe ich mich schon gekümmert. Sie wird durch eine Projektion meiner Gedanken getäuscht. Das ist wie eine Fata Morgana. Auf meine Gedankenübertragung kann ich mich verlassen. Können wir anfangen? Los, Doc, du wirst dich jetzt schön brav konzentrieren. Es geht nicht. Wieso nicht? Ich glaube, meine Kräfte haben mich bereits verlassen. Konzentrier dich! Ist ja gut, ich höre dich ja. Du glaubst mir sicher, dass das Programm vernichtet wurde. So ein Quatsch soll ich glauben? Fang endlich an! Erst mal sehen, ob dieser kleine Faulpelz auch überhaupt Lust hat zu arbeiten. Er wird Lust haben, sonst kannst du das erleben! Es scheint zu funktionieren. Ja, leider. Du kannst jetzt Kraft abzapfen. Ach, das ist gut. Ich spüre, dass ich vor Kraft vor mich platze. Ja. Ich habe Langeweile. Geduld, Majestät. Er wird sicher bald kommen.
Aha! Was? Sowas ist mir noch nie passiert. Du bist degradiert. Ab jetzt kümmere ich mich um die Galaxy Rangers. Aber das war doch nicht meine Schuld, Majestät. Mein neues Superhirn wird mir die Macht geben, übers Universum zu herrschen. Mann, ist das ein Angeber. Der Typ braucht einen Psychiater. Ich werde ihm meine Karte geben. Ich Obertrottel, ich bin ja frei. Preist euren großen Meister, den übermächtigen Galaxy Ranger Snape. Warum bin ich nur von so vielen Dummköpfen umgeben? Slade! Ich habe jetzt die Kraft und die Macht von vier Galaxy Ranger. Los, schnappt ihn! Nein. Nun, mein Freund, was hältst du davon? Gar nichts. Ich werde die Kraft wieder abzapfen. Und was, mein lieber Freund, hältst du hiervon? Mogu, von dir habe ich mehr erwartet. Haben Sie gesehen, Majestät? Er hat mit seiner Psyche meinen Dämon zerschmolzen. Dann zaubere einen neuen Dämon. Und nun, mein lieber Freund Mogul, werde ich auch noch deine Kräfte absorbieren. Ich werde dich vernichten, du unverschämter Gierlappen. Komm schon, Mogul, mach den Angriff fertig. Heute bin ich irgendwie nicht in Form. Wie traurig. Dann musst du mir huldigen, Mogul. Mir. Slade, dem Übermächtigen. Oh, ich hab sie. Oh nein! Tu endlich was, du Trottel! Aus tiefen Höllengrund fordere ich das Monster mit dem Riesenschloss! Los, wir haben es gleich geschafft. Hau ab, du Marshmallow. Du verkorkster Gehirnakrobat! Mit deiner Gier hast du mir alles verdorben! Ist dir überhaupt klar, was du da angerichtet hast? Durch deine Dummheit, Slade, haben sie jetzt Einblick in all meine wertvollen geheimen Computerinformationen! Wie komme ich zu diesem hässlichen Ranger-Kostüm? Gratuliere. Das war sehr gute Arbeit. Danke, Sir. Aber werden wir durch die Marke unsere Computerinformationen wiederbekommen? Doc und ich werden es auf jeden Fall versuchen. Einverstanden, Doc? Ist aber ein schwerer Job, Q-Ball. In der Marke sind nicht nur unsere Computerinformationen gespeichert, sondern auch die der Königin. Doc? Q-Ball? Du weißt sicher, wo wir am besten anfangen. Ich glaube, er hat es. Oh mein Gott. Slade muss es einfach schaffen. Sonst lasse ich ihn von Mogul in ein hübsches Monster verzaubern. Oder? In eine kleine Ich beschwöre, die Formel funktioniert! Oh! Wundervoll! Jetzt bin ich platt. Ich auch. Unsere Computeranlage funktioniert wieder. Das habt ihr aber schnell hinbekommen. Nicht wir, Nico, sondern die Computer. Sie waren es selbst.
Aber für dieses Rätsel wird es sicher eine wissenschaftliche Erklärung geben. Magie und Zauberei ist die Erklärung, Doc. Nein, Wissenschaft. Nein, Magie. Wissenschaft. Magie. Kommt, Freunde, ich gebe eine Portion Magie. Eis aus. Wissenschaft. Magie. Wissenschaft. Magie. Wissenschaft. Magie. Wissenschaft. Magie. Wissenschaft. Magie.